Die Arcadia High School in Los Angeles. Einwanderer aus Lateinamerika leben hier. Viele Asiaten, Mittelklasse, eigentlich eine ganz normale Schule. Aber nicht mehr am Super Tuesday. Die älteren Jahrgänge, vor allem der Leistungskurs Sozialkunde, sind im Wahlfieber. Viele von ihnen sind bald 18 und können im November wählen. Die Schüler aus dem Leistungskurs sollen Vor- und Nachteile der Vorwahlen des Super Tuesday diskutieren. Heute wählen noch so viele Staaten und die Kandidaten müssen überall sein. Ich glaube das nicht. Beim Demokraten Edwards waren es doch die Medien, die ihn gekillt haben. Die haben sich viel mehr um Clinton und Obama gekümmert. Statt der Wähler entscheiden die Medien, glauben sie. Bei den Republikanern gibt es doch nur noch McCain und Romney. Um die anderen hat sich niemand so richtig gekümmert. Amerikas Erstwähler. Seit Jahrzehnten hat kein Wahlkampf sie so mobilisiert. Der erste schwarze Präsident, die erste Frau, das ist nur einer der Gründe. Die sind doch in die Zeit der Bush-Regierung hineingewachsen und das war keine positive Erfahrung für sie, da gab es Krieg. Und jetzt spüren sie, dass es andere Optionen gibt. Das ist so wie in den 60ern beim Vietnamkrieg, als es eine enorme Jugendbewegung gab. Das ist jetzt zurück und ich denke, sie fangen an zu begreifen, dass Politik wichtig für ihr Leben ist. Das Internet hat eine wichtige Rolle gespielt bei der überraschenden Mobilisierung hunderttausender junger Wähler allein in Kalifornien. Jessica diskutiert bei Facebook. Dieses Obama-Forum hat allein fast 70.000 Mitglieder. Viele Schüler in meinem Alter nutzen diese Internet-Treffpunkte, um für ihre Lieblingskandidaten zu werben oder um herauszufinden, wen sie als Präsidenten haben möchten. Da treffen sie sich dann mit Gleichgesinnten. Junge Wähler und Internet, es ist offenbar vor allem Barack Obama, der diese Verbindung früh erkannte und für sich nutzte.